So, willkommen zurück zu Let's Play Deponia. In der letzten Folge haben wir etwas Umständliches vollbracht, dass die gute Goal in einer etwas seltsamen Pose hier auf diesem Minebike liegt und gemeinsam wollen wir in Richtung Freiheit düsen. Damit das klappt, müssen wir aber, glaube ich, noch nach oben und einen Knopf drücken. Ja, das war dumm. So. Wir müssen nämlich hier rein zur Schallzentrale und ich glaube diesen Knopf hier drücken. So, warum ist denn jetzt schon wieder der Ton, also die Sprachlautstärke weg? Ach, Lotti. Okay, gecheckt. Ohne Minebike. Okay, dann muss erst das Minebike nach oben gehievt werden. Kriegen wir hin. Die wir erst runtergehen, dann aufs Minebike, dann nochmal eine Runde drehen und den roten Knopf drücken. Let's go! Hoffentlich fällt Goal da nicht runter. So richtig sicher liegt sie da nicht drauf. Egal, hat geklappt. So. Einmal den Schalter. Ha, du bringst jawohl ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal. Die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstmord. Oh, das riecht nach einem Minispiel. Ach, die kann ich nicht so gut. Schalter, Schalter, ja. Kontrolltafel. Yep, Nudel. Gelber Hebel. Roter Hebel. Grüner Hebel. Ja. Und jetzt? Was denn jetzt? Woher weiß ich, wo ich hin muss? Können wir einfach losfahren und gucken? Ui. Ach, herrje. Ach, nee. Okay, das war nicht richtig. Okay, dann, warte mal. Was passiert, wenn wir das auf Rot schalten? Ich weiß ja nicht, wofür diese Schalter da sind, ist das Problem. Ach, hier ist die... Achso, okay. Hier haben wir jetzt die Übersicht, ne? Alright, alright. Aber was... Wie funktioniert das? Kontrolltafel, grün. Bedeutet das, an welchen Stellen wir irgendwo langfahren können oder was? Aber was... Wo abgebogen wird oder wie... Wir machen mal den roten und dann gucken wir mal, wo wir landen. Grün, rot wird genutzt. Grün, rot, rot. Geht immer rum. Okay, irgendwie auf gelb stellen oder so? Keine Ahnung. Da unten müssen wir erstmal zu gelb kommen. Wie kommen wir denn zu gelb? Okay. Machen wir mal rot so. Fahren wir dann hier an der Lampe vorbei. Ja. Gelb? Ah, fast. Also müssen auch an der gelben Lampe vorbei. Und das grüne Licht muss auch weg. Oder? Okay, also gelb muss auch hier so. Dann dürfen wir hier lang fahren. An rot vorbei. An gelb vorbei. An grün vorbei. An rot. Ah! Okay. Okay, dann muss das. Machen wir hier mal das grüne Licht auf rotes Licht. Das ist so ein bisschen Trial and Error, so ganz verstehe ich es noch nicht. So hier lang. An gelb, der gelben Lampe vorbei. Grüne Lampe vorbei. So hier drehen wir. Rot, nee. Muss vielleicht irgendwas hier, muss das Rote auf Grün stehen? Vielleicht? Ah. Die grüne Lampe ist schlecht. Glaube ich. Oder? Wenn wir jetzt die grüne Lampe ausschalten. Aber dann fahren wir hier durch, ne? Das ist nicht richtig. Das
sei denn... Okay, okay. Okay, schauen wir doch mal. Die Punkte werden mit den Hebeln bedient. Wenn ich das richtig sehe. Und der grüne Punkt hier, der ist das Problem. So, wenn wir hier lang fahren, wie kämen wir hier denn nochmal runter, indem wir auch einen gelben Punkt haben? Das ist hier aber ein Problem. Das ist ja doch noch den roten. Oh, aber wir haben die grüne Lampe vergessen. Vorbei. Nein! Vorbei. Nein! Nein! Ja! Ja! Nein! Nein! Oh Gott! Ach du Scheiße. Und dieses Rätsel können wir nicht mehr überspringen, ne? Okay. Das war hier. Jetzt fahren wir unten lang. Rot, okay. Hier, zack, zack, zack. Ja. Das bringt nichts. Beides, können wir uns beides auf gelb stellen? Gibt das irgendwas? Hier lang. Ah, die rote Lampe ist, glaube ich, schon falsch. Wobei, einfach hier so lang ist wahrscheinlich der Weg. So einfach geht's nicht. Ja, genau den falschen. Boah. Da, dieses Rätsel kann man auch nicht. Doch, man kann es überspringen. Okay, ich versuch's noch einmal. Oder sagen wir dreimal. Seien wir fair. Versuch's noch dreimal. Also der rote Schalter war, glaube ich, auf jeden Fall falsch, ne? So, der muss aus. Gelb. Machen wir mal an. Gucken, was dann passiert. Grün, rot ist aus. Gelb an. Deswegen geht's hier lang. Ja, geil. Das war schon nix. Achso, warte. Wir sehen auch hier, wie sich das ändert. Das ist ja... Ach, okay. Ja, ja, siehst du, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dass sich hier die Kontrolltafel auch ändert. So, warte. Dann kann man natürlich besser einschätzen, wie es läuft. Hier geht's runter, hier geht's runter. So, runter, runter, runter. Hier geht's hoch, das ist egal. Hier geht's hoch, das ist schlecht. Ach, wir können die Farbe von diesen beiden Dingern ändern. Jo, was bringt uns das denn? Ist das was? Wir fahren hier runter. Ach, nee. Nee, nee. Ich mag dieses Rätsel nicht. Was bringt das denn, wenn wir da drüber fahren? Wenn wir das auf Rot stellen. Hier, zack. Hier geht's da runter. Zack, zack, zack. Vielleicht so. Dann gehen wir hier weiter und hier runter. Ah, das geht hier nicht hoch, ne? Das ist das Problem, es geht nicht hoch. Hier geht's so lang, zack, zack, aber hier hoch geht's nicht. Es müsste hier hoch, dann wird's passen, aber... Warte mal, hier lang, zack. Hier geht's... Okay, warum geht's hier nicht runter? Okay, letzter Versuch.
Nee, so auch nicht. Alright. Ich bin für diese Rätsel nicht gemacht. Wir müssen überspringen. Jo. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Ich hab's geahnt. Hey, ich lebe noch. So schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus, Rufus. Und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast, hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Nein. Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Alright, dann machen wir das doch. Oh, hier haben wir einiges zum Angucken. Auch schon wieder Schalter, da bin ich ganz gut drin. Dynamit gefischt und sonnengetrocknet. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Naja, nehmen wir mit. Ich dachte mal, man muss Geld reinschmeißen, aber anscheinend nicht. Verdächtige Lämpchen, das hat doch bestimmt was mit den Schaltern zu tun. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Alright. Schau uns die Goal mal an. Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, Der Duft von altem Frittenfett. Wir haben ganz schön was durchgemacht, was? Ich wette, dein Verlobter ist nicht so ein Teufelskerl wie ich. Ach ja. Ach ja, armer Rufus. Ich war hier schon mal, als Kind, mit meinem Dad. Ich bin ihm bis hierher nachgelaufen. Als er mich bemerkte, hat er sich so gefreut, dass er mir Zuckerwatte gekauft hat. Dann sagte er, ich soll auf ihn warten, während er das Hochboot nach Elysium sucht. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Okay, was haben wir da? Ein Hebel. Damit lässt sich der Geschmack der Zuckerwatte einstellen. Derzeit steht er auf geschmacklos. Damit lässt sich der Geschmack... scheint kaputt zu sein. Ich muss bestimmt erst dieses Hebelrätsel lösen. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Ja, leider.
Okay, Regal. Das wird irgendwie deplatziert. Es schließt nicht mal mit der Wand ab. Ja, stimmt. Hey, aufmachen. Da scheint was dahinter zu sein. Was zum ein Stecker? Och nö. Ja, dann ist doch gut. Nicht wirklich, oder? So einfach kann es doch nicht sein. Ah, wird es auch nicht sein. Zuckerwasser. Geil. Überall diese verdächtigen Lämpchen. Ich weiß es. Aber wir haben nichts mehr. Wir können unseren Spießfisch hier dreinhalten. Mach mir hieraus eine neue Geschmacksrichtung. Ich hasse Geräte, die nur machen, wofür sie gebaut wurden. Also hat das nicht funktioniert. Können wir was machen mit dem Fisch? Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Okay, dann entfernen wir die Sardellen und haben nur noch den Spieß übrig. Perfekt. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Ja, klar. So. Zuckerwattemaschine. Zuckerwatte in geschmacklos. Okay, können wir das nochmal machen? Einmal den Fisch des... Und die Geschmacksrichtung ändern. Jetzt steht er auf Calzone. Interessant, einmal nochmal durch. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Mann, ich dachte, wir können das hier nochmal... Hier steht, bei nicht verzehrt Zuckerwatte bitte ordnungsgemäß entsorgen. Ah, drunter ist ein Zwinkersmiley. Und ich dachte schon. Okay, können wir die essen? Ja, ne? Man schmeckt nicht mal den Zucker. Ja, dann ist es das, was versprochen wurde. So, die gute Calzone Zuckerwatte. Yeah. Okay. Überall diese Lämmchen. Was haben wir hier noch? Ein Kaugummiautomat? Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Ich glaube, die ist nicht abgebildet. Achso, doch. Voll bescheuert. Ich dachte, da ist einfach nur eine tanzende Kellerassel drin. Ein Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will ein Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. Okay, Kaugummi. Da steht ja gar keine Geschmacks... Stattdessen mit Hut. No risk, no fun. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Was ist es denn? Ein gekautes Kaugummi. Können wir das irgendwie verbinden? Kann nie genug Zucker haben. Ich habe das mit Tonis Zahnpflege-Kaugummis auch immer so gehalten. Okay, ein kaltes Kaugummi mit dem Fisch. Kaugummi klebt. Diese Erkenntnis hat mich den Angelschein gekostet. Okay. So, aber wir können ja noch zur anderen Location. Wir gehen mal zur Eingangshalle. Oha. Was ist das? Ein beleuchteter Torbogen. Das ist der Eingang zum Candy Shop. Als Dad mich verließ, habe ich hier eine Woche lang gewohnt. Oder war es eine Stunde? Die Zeit vergeht so langsam, wenn man überzuckert ist. Okay, wir haben Klappe, Mosaikscheibe und zur Bahnhofsfalle. Gehen wir erstmal runter. So, Mosaikscheibe. Das Mosaik zeigt eine Gruppe von Schrottkrabben beim Paarungstanz. Mit Cocktails, bunten Strohhalmen und Schnörkeln. Oder auch nicht. Ohne Licht kann man kaum was erkennen. Klappe. Nische? In der Nische ist eine Halterung für eine Fackel. Drumherum sind Spiegel, um das Licht zu bündeln. Das kann nur eins bedeuten. Oder null. Eins oder null. Okay, nee, das wollte ich nicht. Wir können aber nichts in die Nische hier reintun, wa? Wir haben ja leuchtet Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack.
Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann, ist nach allem schmecken. Okay, also können wir sie wieder mitnehmen. Sie müsste schon im Dunkeln leuchten. Das ist bestimmt Teil eines Rätsels. Gehen wir zum Turm oder zur Bahnhofshalle? Wir gehen erstmal zur Bahnhofshalle. Oh je. Auf dem Mosaik winkende Menschen und ein Abschiedsfest mit Bratwürstchen und ganz viel weißem Konfetti. Ach nee, das ist mein Kreislauf, wenn ich mich zu sehr anstrenge. Ich brauche mehr Licht. Okay, aber hier, das erkennt man ja tatsächlich so ein bisschen. Hier ist Ginny Weasley, das ist Obi-Wan Kenobi. Alles cool. So, in die Nische, ja, weiß ich nicht. Mosaikstein. Das? Das gehört bestimmt zu einem der Mosaike. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Oha. Wo ist wohl der Rest der Botschaft? Ja, vielleicht ein Mosaik, wenn wir Pech haben. Lampe, verdreckte Mosaikscheibe. Nur Schlamm und Staub. Mehr kann ich nicht erkennen. Ich glaube, mehr ist auch nicht da. Das Lampe. Das einzige Licht hier hinten. Bringt uns das was? Aha. Hier gehört das schon mal nicht hin. Langsam okay. Fügt sich das Mosaik zusammen. Sehr langsam. Okay. Können wir irgendwas hier... Dieses Rätsel zu lösen wird ein Zuckerschlecken. Nein. Vielleicht leuchtet irgendwas von den seltsamen Lebensmitteln, die wir aufgenommen das haben. Das hält auch ohne... Okay, vielleicht der Fisch. Der gute Fisch. Den überlasse ich doch nicht den Maden. Ha, da kommen sie auch schon und jubeln. Nein, Moment mal. Sie winken ab, süß. Okay, gut, mit der Lampe können wir erstmal nichts machen. Können wir das Mosaik irgendwo einsetzen? Aber nicht im Dunkeln dieses wahrscheinlich. Dieses Mosaik ist bereits komplett. Manchmal löse ich diese Rätsel so schnell, dass ich es selbst kaum mitbekomme. Alles klar, Rufus. So, wenn wir hier die Zuckerwatte reinlegen. Die Watte müsste schon im Dunkeln leuchten, um hier was zu sehen. Aber das Einzige, was sie kann... Ah. Okay. Dann gehen wir mal weiter zum Turm. Das war das doch, oder? Zum Turm? Zum Turm. Oh. Ich erkenne einen Tümpel, der Dinge zum Leuchten bringen könnte. Vielleicht. Ein Kranhebel, damit haben wir gute Erfahrungen. Schick. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Okay, da kommen wir nicht ran. Was haben wir denn hier? Eine Tonne voll mit Wasser. In Anführungsstrichen, Wasser. Ist das Säure oder Wasser? Nur Wasser. Okay. Dann können wir aber doch hier die Zuckerwatte bestimmt daran trinken. Krass, die Zuckerwatte ist einfach implodiert. Oh. Ja, dann nicht. Können wir den Kaugummi so hier dran tun? So viel Klebefläche und so wenig Kaugummi. Wie soll man sich da entscheiden? Oh Mann. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Ist das jetzt auf die Lösung? Ganz schön tief und hell. Könnte am Kernreaktor da unten liegen. Kann ich das Kaugummi damit benutzen? Nein, nicht! Was ist das denn du jetzt? Du wirst den Reaktor treffen und es kommt zu einer nuklearen Zeitschleife. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Einer von uns beiden muss sich opfern. Schnick, schnack, schnuck. Verdammt. Cool. Okay. Nicht sicher, was wir gerade erlebt haben, aber es ist auf jeden Fall nicht die Lösung. Können wir denn den Fisch da reinhalten? Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Nee, schade. Ja, das wäre super krass. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Ja. Hier gibt es noch mehr. Zaunausgang. Uiuiui. Kofferraum. Alter, wir kommen doch nicht durch den Tümpel dahin. Ich krieg schon Gabel. Wieder Hunger. Ich spare mir meine... Okay, da kommen wir nicht hin. Kommen wir zum Kofferraum? Kofferraum? Ich spare mir meine... Nein, okay. Ich spare... Gut, das sind alles Sachen, da kommen wir nicht hin. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas hochheben mit dem Kranhebel. Alright. Ein Schnabeltier, Perry! Bescheuert. Perry, das Schnabeltier! Ich spare mir... Okay, hier hoch kommen wir auch nicht, ne? Ich spare mir... Nee, gut. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, hat irgendwas mit dem Tümpel zu tun. Oder mit der Tonne im Wasser.
Aber nichts davon können wir benutzen. Hier, oder? Ich habe es nicht nötig, in kleinen Gewässern zu fischen. Meine alten Stiefel sind noch vollkommen in Ordnung. Okay, solide Selbstanschätzung. Was ist mit dem Mosaikstein? Nein, nicht! Ach, schon wieder. Du wirst dir wieder. Verdammt! Cool. Ja. Der Fisch? Rein mit euch. Okay, wahrscheinlich. Kaugummi-Krise. Okay. Wir können das Kaugummi daran befestigen, aber nicht am Stock. Es ist bereits eine Scherbe. Probier das lieber beim Tümpel. Das ist viel lustiger. Ja, das habe ich gesehen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Okay, diese Scherbe. Aber wo können wir die integrieren? Dieses Mosaik. Dieses Mosaik reinlegen, bringt auch nichts. Okay. Bap, bap, bap. Gehen wir mal wieder hier hin. Hier war nichts, oder? Warte. Kann man die Scherbe hiermit? Fehlt hier irgendwas? Aha. Hier gelang sehr lang. Okay. Dat, dat, dat. Kriegen wir noch mal Kaugummi oder so? Und dann hat er gesagt. Also die Antwort war auf jeden Fall nein, aber. Ist wohl nicht. Nichts mehr drin. Okay. Kriegen wir eine neue Zuckerwatte? Bringt das irgendwas? Den Hebel auf. Was ist das jetzt? Jetzt steht da auf Phosphor. Oha! Aha, leuchtet Phosphor nicht, wenn man es mit, keine Ahnung, leuchtender Farbe einschmiert oder so. Dann machen wir nochmal hier kurz den Stock leer. Mit der Tonne mit Wasser. Krass. Einfach schmolzen, alright. So, dann Stock mit Phosphor-Zuckerwattemaschine. Okay. Dann ist die Frage, müssen wir den einfach hier an den Lampe halten vielleicht? Weil im See löst es sich ja auch auf. Geil! Hey! Mein epischer Mönchschor ist zurück. Ich dachte, ich hätte ihn am Kran gelassen. So, und jetzt packen wir den mal hier rein. Und fragen uns, was uns das jetzt gebracht hat. Das Mosaik zeigt, wie die Oberschicht den Planeten verlässt. Die Unterschicht bleibt zurück. Boah, sind die wütend. Sie beschimpfen die Verräter und recken ihnen Schnellanzünder und riesige Gabeln mit Bratwürstchen entgegen. Es war wohl Grilldonnerstag. Okay. Na gut, das passt zu Deponia, ne? Also zum Planeten. Leider gehörten wir zur Unterschicht. Vielleicht eine versteckte Sozialkritik. So, was sehen wir hier? Das Mosaik zeigt lauter kleine Männchen. Sie scheinen irgendwas zu bauen. Die schäbig gekleideten tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Naja, aber bist du bei denen, die die Schnörkel machen, oder bei den schäbig gekleideten, die zurückgelassen werden? Scheibe. Ja, was bringt uns die Zuckerwatte? Jetzt noch, so wie sie wissen jetzt, was hier passiert, okay. Also was da drauf zu sehen ist. Was nützt uns das hier? Ich spare mir. Müsst ihr irgendwie hier hochkommen? Ich spare mir. So schon mal nicht. Oder? Nee. Irgendwas hat es mit der Scherbe und dem Kaugummi auf sich, aber ich weiß noch nicht was. Nein, nicht! Ach, nicht schon wieder das. Du wirst den Weg da. Verdammt! Wir gewinnen aber erstaunlich oft. Cool. Wir trotzen der Wahrscheinlichkeit. Probier das.
Okay, hier geht's nicht. Gut, weiter. Vielleicht können wir irgendwas mit dem Mosaik machen, wenn die Masse da drin ist. Vielleicht sehen wir dann doch, dass irgendwo was fehlt. Dieses muss man. Nee, okay. Danach kann man auch im Dunkeln. Das ist und ich. Nein. Wobei. Nee. Ach man, nein, ich wollte die Zuckerwatte mitnehmen. Packen wir die hier nochmal rein. Aber auch das Mosaik ist ja eigentlich vollständig, wurde uns gesagt. Ach, hier rechts. Aber können wir rechts was machen? Verdreckte Mosaik. Da brauchen wir wahrscheinlich Wasser, um das zu entdrecken. Man sagt auch zu säubern. Ich glaube, es ach, hier geht's noch weiter. Werkzeug. Zumindest meinte Toni mal irgend sowas in der Art. Ah, okay. Hier geht's noch weiter. Hier haben wir noch Kieselsteine. Fehlt nur noch das Getriebe. Können wir die mitnehmen? Sehr gut. Ah, wir kommen zum Fahrstuhl. Alright. Och, was viele Locations hier. Putzschrank. Genau das, was wir brauchen. Lass ihn offen sein. Jawohl. Wie Schmopp. Seife. Und was ist das? Ein Eimer. Nice. Wir gucken uns das. Ah, komm. Gucken wir uns jetzt eben um. Was haben wir denn hier? Eine Öltankklappe. Okay. Ach, das ist diese Aufstiegsstation nach Elysium, ne? Okay, die können wir auf und zu machen. Ein Öltank. Ich kann nicht sehen, ob er voll ist. Und ich habe auch kein Streichholz, um den Grund auszuleuchten. Schade. ja, okay. Kontrollen. Das Codefeld für den Lift. Wir hatten so ein Ding auch mal an der Haustür, bis ich das Passwort rausgefunden habe. Da fehlt jetzt wahrscheinlich der Code. F, das war's nicht. Das vielleicht. R, U, ach, das hatte ich ja schon. Was könnte es denn sonst sein? Okay, ja, zur Plattform geht nicht, ne? Nee. Funktioniert. Uhr. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Geil. Die aber auch das. Alright. Dann holen wir uns mal geiles Wasser. Huch. Sorry, bin rausgetappt. So, Eingangshalle. Kommen Sie hier mal her, Herr Rufus. Zap, zum Turm. So, Eimer mit Wasser. Befüllen, bitte. Alright. So, zweite Idee, die ich hatte. Vielleicht können wir mit dem Kieselstein ja den Hebel treffen, weil wir so cool sind. Ich spare mir meine Telekin. Okay, können wir nicht. Können wir den hier reinwerfen? Ohne das? Nein. Nein, können wir nicht. Du wirst den Rekord. Okay, schade. Cool. Was war hier? Nichts. Okay. Dann machen wir mal das Mosaik sauber. Denke ich. Das allein reicht. Ich brauche auch noch Lust und Seife. Ich brauche auch noch Lust. Seife. Schaumig. Geil. So mag ich mal Wischmops. Zack. So. Dann mal ran ans Mosaik, würde ich mal behaupten. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich das tue. Ich schon. Hoffe, die Geschichtsschreiber sparen diesen Teil aus. Mist! Der Wischmob ist zerbrochen. Aber also gut gewischt und gut gemobbt. Jetzt haben wir immer noch den. Können wir den wieder zusammenpacken? Upsi. Nee. Upsi. Okay. Ah, hier fehlt aber natürlich was. Ein Haufen Schrottkrabben in einem Stripschuppen. Da ist die Tanzstange. Da die Krabben und da die Cocktailsoße. Und hey, 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 hier hat jemand was draufgekritzelt. Das muss das Passwort für den Lift sein. Könnte aber auch etwas anderes sein. Ich brauche mehr Licht. Jo, da können wir doch aushelfen. Da haben wir nämlich hier unsere leuchtende Zuckerwatte. Alright. Und wahrscheinlich fehlt aber hier
Da fehlt ein Stück Scheibe. Da fehlt vielleicht genau das Stück hier, um das Passwort korrekt lesen zu können, vielleicht? Hier hat jemand was draufgekritzt. Das muss das Pass. Immerhin steht es direkt über der Darstellung der Fahrstuhluhr. Genau da, wo ein Stück im Mosaik fehlt. Und jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Hier sind ja noch mehr Teile. Ach, kein Problem. Das habe ich eben gut zusammengepuzzelt. Ach nee. Kann man die auch noch irgendwie, muss man die drehen? Ja, natürlich. Aha. Ja, okay. Vor allem, was bringt die Farbe uns denn irgendwas? Okay, das ist schon mal nicht. Hä? Wieso ist das denn nicht richtig? Das passt hier doch perfekt rein. Hä? Nutze ich das irgendwie falsch? Bin ich schon wieder zu dumm? Bringen die Farben uns irgendwas? Sollen die nur verwirren? Was kann denn da oben vielleicht rein müssen? Hier sowas. Hä? Das passt doch hier perfekt rein. Hä, wie mache ich das? Ich geh nochmal raus. Das muss wieder genau wie ich. Und hier hat jemand was. Das muss doch immerhin genau. Mist. Das muss das Passwort für den Lift sein. Genau den Dialog da, wo wir noch ein nicht. Stück im Mosaik fehlt. Ich bin heute Mist. Etwas ungeduldig. Alright. Loch. Ja, dass ich damit umdrehe, ist mir klar. Aber wie... Ah, okay. Okay, das bedeutet aber dann ja, dass das hier nicht dahin gehörte, sondern... Ein anderes, wie beispielsweise... Nein. Nein. Sowas? Nein. Nee, das war, glaube ich, Quatsch. Nein. Sowas? Okay. Ist gut. Was machen wir hier? Okay, hier ist unser komisches... Zusammengeklüstertes mit dem Kaugummi. Irgendwie sowas? Nee, aber sowas ähnliches, ne? Weil theoretisch... Okay, sowas ähnliches. Sowas? Jawoll. Sowas? Oh, aber das war Glück. Das war einfach nur Glück. Das passt da nicht hin. Nee. Vielleicht sowas? Nein. Aber es muss so ähnlich sein. Also das hier, nein, das geht in die falsche Richtung, sowas, jawohl, okay, gucken wir erstmal hier oben weiter, da muss ja irgendwas rein, was, nee, was hat denn so eine Form, sowas hier, nee, sowas? Ah, so ähnlich. So ähnlich, so ähnlich. Jawohl. So, nee. Da könnte natürlich jetzt hier fast alles noch hin, je nachdem wie es weitergeht. Nein. Okay, fast alles, nur das nicht. Wobei, das hier vielleicht? Oh, das passt doch hier perfekt hin. Warum das denn nicht? Weil das da hin muss, okay. Hoi, 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 hoi. Dann suchen wir mal hier, was da in die Ecke passen könnte. Ja, vielleicht so. Oha. Oha. Nee, warte. Das? Nee, nee. Sowas? Ah, so ähnlich. Nein.
wir das vielleicht? Jawohl. Gut. Dann. Hier irgendwie. Nein. Sowas passt hier nicht. Ne? Nee. Nein. Nein. Das. Nein. Ah, eventuell muss das auch nicht so hier hin, wie ich denke. Sondern irgendwie anders. Zum Beispiel so oder so. Nein. Okay. Dann gucken wir erstmal hier. Haben wir hier irgendwas, was hier hinpasst? Das passt nicht. Das hier. Eher unwahrscheinlich. Das hier. Nein. Hier sowas vielleicht? Jawohl. Gut. Wow, awesome. Das einzige Gute ist, dass je weiter wir kommen, die Auswahl für das Trial and Error ein bisschen eingeschränkt wird automatisch. Was ist denn hier? Was soll da denn wohl hin? Passt doch gar nichts mehr hin. Naja, wir gucken erstmal weiter. Vielleicht das irgendwo hier so. Hier? Nö. Vielleicht das hier hin? Jo. Das hier dann vielleicht irgendwie. So? Nö. Ja, hierfür haben wir ja nicht mehr so viele Möglichkeiten, aber vielleicht. Nein. Vielleicht so rum? Jawohl, cool. Hier, jawohl. Hat das nicht geklappt? Nee. Aber vielleicht damit? Jawohl. Ah, wir haben es bald. Wobei ich die Befürchtung habe, dass mindestens eine Scherbe noch fehlt, ne? Entweder ist das so gewollt oder nicht. Wie kommt das denn jetzt hier rein? Hä? Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Hä? Ding, du sollst. Upsi, und nein. Was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit. Ja, sag nicht, das war alles umsonst. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer, aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Okay, Sicherungskasten. Was haben wir hier, eine Taschenlampe? Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Okay, ein Sicherungsschalter. Das System rebootet. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt das Neue. Irgendwas Cooles. Das wird Rufus. Ja. F U S. Ich bin Rufus. Gut. Das haben wir. Dann würde ich sagen, wir gehen zum Fahrstuhl. Und was dort passiert, ist die Geschichte einer anderen Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Abend.